Und ständig auf dem Laufenden über all das, was passiert, halten uns unsere Reporter Paul Krieser in Moskau und Christian Werschütz in der Ukraine. Ich möchte bei Herrn Werschütz beginnen. Sie sind nach wie vor im Zentrum der Hauptstadt Kiew, im Regierungsviertel. Wir haben gehört und wir haben auch die Zerstörung gesehen. Wir hören von Raketenangriffen, Explosionen und auch Straßenkämpfen in der Stadt. Wie erleben Sie das jetzt? Ja, es hat die Lage sich deutlich verschlechtert und auch die Gefährdung im Zentrum ist größer geworden. Das betrifft etwa auch die Raketenangriffe. Wir haben selbst gesehen, also diese Raketenspur, die beim Dreh über meinen Kameramann hinweggeflogen ist, aber natürlich in großer Höhe, bitte. Das Zweite ist, man hat auch hier Fälle bereits von Plünderungen. Es ist also gewarnt worden vor Plünderern in gewissen Räumen. Das ist leider immer eine negative Begleitung. Begleiterscheinung von derartigen Kriegen und Krisen. Die Kämpfe rücken näher. Das zeigt sich nicht nur an der Verlängerung der Ausgangssperre, sondern das ganze Regierungsviertel ist jetzt in einer Form fast zu einer Festung geworden. Also beim Rausfahren zum Dreh, wir sind also gefilzt worden bis auf die Knochen, was verständlich ist. Aber das zeigt alles, wie groß die Nervosität ist, wie sehr die Spannungen hier auch in Kiew steigen, weil nämlich der Ernst wirklich näher, weil es also wirklich die Phase der Endkämpfe hier wahrscheinlich näher rücken. Ich habe schon gesagt, das Regierungsviertel ist eine Festung. Man hat eben den Eindruck, die Schlinge um dieses Regierungsviertel zieht sich aber enger. Was erwarten Sie da für die nächsten Stunden? Nun, ich weiß ja nicht, nachdem heute in der Früh zwei Flugzeuge abgeschossen wurden, die ja für eine Luftlandung außerhalb waren, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas noch probiert wird in diese Richtung, weil das wäre natürlich sehr gefährlich, auch für den Angreifer hier noch irgendwie zu versuchen, von der Luft Kräfte hineinzubringen. Das hätte man wahrscheinlich am Anfang machen müssen. Aber es werden die Kämpfe einfach näher ins Zentrum rücken von der Stadt. Das ist ganz logisch, weil da geht es wirklich um die Einnahme. Viele andere Städte kann man links liegen lassen, um weiter vorzustoßen. Das sehen wir bei Kharkiv, wo jetzt der Ansatz Richtung Poltawa weitergeht. Aber bei Kiew ist es wirklich so, da wird man wohl den Ziel haben, ganz ins Zentrum vorzustoßen, um die Macht zu demonstrieren, die man durch das Gewehr gewonnen hat. Paul Krieser in Moskau. In Moskau wächst ebenfalls die Kriegsrhetorik. Sprachrohr da vor allem jetzt der ehemalige russische Präsident Medvedev, von dem wir zumindest länger nichts gehört haben. Aber jetzt spricht er davon, dass Russland da gar keine diplomatischen Beziehungen mit dem Westen brauchen würde, dass der Einmarsch trotz Sanktionen durchgezogen werden würde. Welche Rolle hat da Medvedev jetzt? Ja, das, was wir hier jetzt sehen, ist eindeutig ein Informationskrieg, der parallel zu diesem Angriff geführt wird. Dmitri Medvedev ist heute immer noch stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats und damit einer der höchsten Spitzenbeamten des Staates. Er wird auch schon in der Vergangenheit immer wieder gerne vorausgeschickt mit besonders radikalen Vorschlägen und Ideen, die er in Interviews streut. Und da wird dann auch immer wieder abgetestet, so die Vermutung, wie ist die Stimmung, wie ist die Reaktion in der Bevölkerung auf solche Vorschläge? Was er heute gesagt hat in Interviews, das ist durchaus besorgniserregend. Er hat sich da einerseits über den Westen ausgelassen, aber andererseits hat er auch erwähnt, dass der Ausschluss Russlands aus dem Europarat, in dem es bisher Mitglied war, dass dieser Ausschluss ein Anlass wäre, die Todesstrafe in Russland zurückzubringen. Da muss man dazu wissen, dass die Mitgliedschaft Russlands im Europarat bisher eine Garantie dafür war, dass in Russland die Todesstrafe nicht existiert und das könnte sich jetzt ändern. Das heißt, auch für die Menschen in Russland wird dieser Krieg früher oder später relativ dunkle Folgen haben. Sie haben schon gesagt, jeder Krieg ist ein Informationskrieg und eben auch ein Propagandakrieg. Noch mal eine Frage an Sie. Wie wird das eben in Russland aufgenommen? Das heißt, es gibt natürlich Verluste auf russischer Seite, russische Soldaten, die gefallen sind. Wie ist da die Information und wie ist die Reaktion der Bevölkerung? Ja, wenn man sich nur über die Staatsmedien informiert, dann würde man von einem Krieg als solchen gar nicht so viel mitbekommen. Da wird nur über Erfolgsmeldungen berichtet, da wird über mehr als 800 militärische Ziele berichtet, die angeblich zerstört wurden. Dabei wird immer erwähnt, dass die Zivilbevölkerung der Ukraine ja geschützt würde. Was man auch noch sehr, sehr stark jetzt beobachten kann, ist, dass es immer stärkere Versuche gibt, die Deutungshoheit über diesen
diesen Krieg zu bewahren. Das heißt, es gibt hier immer stärkere Bemühungen zur Zensur. Die russische Medienaufsicht hat es jetzt offiziell in einer Anordnung verboten, das Wort Krieg zu verwenden. Es handelt sich hier um eine spezielle Militäroperation, aber nicht um einen Angriff, nicht um einen Krieg und nicht um eine Invasion. Also da ist schon sehr klar. Und noch ein Punkt, Russland veröffentlicht nach wie vor auch keine Daten zu gefallenen Soldaten aus den eigenen Reihen. Also auch hier sehr schwierig an überprüfte oder überprüfbare Informationen zu kommen. Nochmal Christian Wierschütz in Kiew. Präsident Zelensky stellt sich auf jeden Fall Russland entgegen, zeigt da ja mehr Standfestigkeit und Haltung, als ihm viele zuvor zugetraut haben. Aber wie lange kann er das noch durchstehen? Nun, ich glaube nicht, dass Zelensky bereit ist, sich in Gefangenschaft zu begeben. Das wird auch für die Regierung gelten. Also sollte Kiew fallen, wird wohl irgendwie der Transport nach Westen gehen müssen, wo man dann irgendwo eine Exilregierung aufbaut oder die Regierung im eigenen Land halt auf dem nicht besetzten Territorium hat, je nachdem, wie weit eigentlich Russland wirklich mit der Militäraktion gehen wird, weil es würde ja voraussetzen, dass man möglicherweise beim Dnepr stehen bleibt und nicht weiter in die Westukraine geht. Das ist sicherlich richtig. Er hat Standfestigkeit bewiesen, aber das Zweite ist natürlich, solche Aufrufe wie die europäischen Länder sollten jetzt die Ukraine in die EU aufnehmen, da weiß man nicht, ist das Naivität oder Verzweiflung. Denn ich meine, wir sind so weit von irgendetwas entfernt, was die Integration der Ukraine in irgendwelche euroatlantischen Strukturen betrifft, dass das ja illusorisch ist. Hätte er gesagt, die europäischen Staaten sollten jetzt zeigen, ja, die Ukraine hat auch die Perspektive auf die EU-Mitgliedschaft, was ja bis heute immer verwehrt wurde, im Gegensatz beispielsweise zur Türkei und zum Balkan, dann wäre das logisch gewesen. Aber die Grundtragik der Ukraine ist, dass sie ein Land ist, das eben zwischen den Blöcken und zwischen den Fronten ist und jetzt irgendwie zerrieben wird. Es gab den unschönen Ausdruck, die Amerikaner werden bereit sein, die Ukraine bis zum letzten ukrainischen Soldaten zu verteidigen. Und in der Phase sind wir leider jetzt. Danke, Christian Wierschütz in Kiew und Paul Grieser in Moskau.